Weiter! Weiter! Gut so! Stop. Hey, oh, sorry. Aufpassen! Magische Kristalle und 5 Gold, hey. Eine Kugel. Muschelkugel Gold. Ich hab ihn aus Versehen geprügelt, aber dann ist das so. War irgendwas? Nee, ne? Ja, dann schnell. Letzte, passt. Passt. Nehmen wir noch den Zucker mit, den Kuchen, den Silberteller. Passt. Wer macht da so einen Lärm? Ich. Hallo. Okay, ist ja gut, beruhigt euch. Ich komme gleich mit dem Laser raus hier. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Okay. Dann bis zum nächsten Morgen, dann kommen sie alle raus. Haben wir die Quest erledigt und alles. Okay. Oh, okay. Nehmen wir mit. Was? Never mind. Die werden brauchen, bis sie rauskommen. Bedeutet, ich würde sagen, wir rennen mal ganz kurz hoch und aktivieren den nächsten Teleporter. Dann können wir nämlich mit dem anderen Teleporter hier runter. Weil dann haben wir wenigstens das endlich. Und dann haben wir einen wesentlichen Teil zum Schnellreisen schon mal hier fertig. Noch eins höher. Das ist ja die nächste, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin im Moment noch ein bisschen scheu zu kämpfen. Ich glaube, wir brauchen auch einfach eine viel bessere Waffe demnächst. Mit einer besseren Waffe, ja. Wird das dann wohl vielleicht ein bisschen einfacher. Ein Gürteltierchen. Ein paar Raben. Ah ja, hier. Hier ist das Ding. Ich wollte eigentlich gerade schnell reinrennen und eine Waffe kaufen, aber das machen wir gleich. Geht doch. Zack. Also wenn diese Dinger braucht, um sich zu teleportieren, ist auch gut. Du kannst Härte steigern. Schön zu hören. Wir können Hatter werden hier. Bedeutet, ich kann einfach... Wir können auch einfach zurück aufs Schiff. Okay, das ist auch gut. Das macht es natürlich auch einfacher, wenn wir zurück wollen. Die Magier hier, ey. Von ihm kann ich keine Waffen bekommen. Wer ist denn der Waffenhändler gewesen? Weil wir könnten noch bei Wilson einkaufen. Dann machen wir mal den Zauberweg runter. Ah ja. Ich würde gerne eine Sache austesten wollen. Wir sind ja jetzt auf Taranis. Wenn ich nach hier will, kann ich mich nicht teleportieren. Okay, ich muss einfach die Map wechseln. Alles klar. Gut, jetzt rede ich mit ihm wegen der Quester. Dann haben wir das auch. Die Gnome sind nicht dran schuld, wie wir gelernt haben. Deine Diebe waren Kobolde. Oh, dann habe ich die Gnome wohl zu Unrecht beschuldigt, was? Sieht ganz so aus. Ich mach's wieder gut, indem ich ihnen weniger in den Arsch trete. Naja, mach wie du meinst. Was ist jetzt mit meiner Belohnung? Nun, dann such dir mal was aus. Ein Sack voller Gold oder eine Überraschungskiste. Ich bin eher der Freund von Gold. Ja, mit dem Gold. Piratenseele, hä? Da hast du. Danke. Zeig mir deine Ware. Dann verkaufen. Den Eidstein sollte ich noch immer anziehen. Lassen wir mal die Fackeln. Die Geisterblumen können weg. Ja, das kann weg. Das kann weg. Den Goldernst brauche ich nicht. Die zwei Perlen brauche ich nicht. Die bräuchte ich.
Brennen von Schnaps. Werde wahrscheinlich eh nie irgendwas. Also ich behalte die Dinge halt aber trotzdem. Ich werde sie nie brauchen, höchstwahrscheinlich. Ja. Das ist doch sexy. Damit können wir doch schon mal was anfangen. Magie. Ich überlege Folgendes. Wollen wir jetzt erstmal zu unseren Homies zurück? Zu den Dämonenjägern und dort ein bisschen questen? Oder würde ich mal sagen, ha? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Magier sind mächtig und haben sich einen beachtlichen Stützpunkt hier errichtet. Jedoch verfolgen sie die falschen Ziele. Sie haben die Gefahr nicht richtig erkannt. Und auch sie werden untergehen, wie alle anderen. Was genau sind diese schwarzen Herzen? Es ist der Ort, von dem ein Dämon all seine Kraft bezieht. Ein Schattenlord oder ein Scherge des Schattenreichs trägt so ein schwarzes Herz in seiner Brust. Um da heranzukommen, musst du es ihnen aus der Brust schneiden. Du willst, dass ich Schergenherzen sammle? Wenn ich es recht bedenke, dann vergiss die Schergen. Ich fürchte, in deinem schwerwiegenden Falle helfen wohl nur die Herzen der Schattenlords selbst. Super, hey. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub gefunden. Keine Ahnung, was das ist. Aber dir läuft bestimmt noch der Passende über den Weg, der dir dazu etwas sagen kann. Am besten, du behältst das Zeug so lange in deiner Tasche. Cool. Ich soll also einem Schattenlord das Herz herausschneiden, ja? Du bist da völlig ausgerastet. Wie soll ich das denn anstellen? Keine Ahnung. Wenn ich's weiß, sage ich dir Bescheid. Guter Mann. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Solche Kristallportale bilden irgendwie eine Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Diese Welt, wohin unsere Geister verschwinden, wenn wir sterben, ist eine gänzlich andere Existenzebene. Sie ist voller Schatten und Illusionen. Nur selten kehrt jemand zurück, der einmal dort gewesen ist. Du hast mit den Dingern schon Erfahrung? Nein, ich weiß nur, was sie hervorbringen. Seelenlose Kreaturen, die uns nach dem Leben trachten. Aber ich bin kein Experte. Frag lieber noch einmal einen Zauberer, der sich besser damit auskennt. Ja gut, das haben wir ja verstanden schon durch unseren guten Freund. Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Vergiss es. Das war etwas völlig anderes. Die Geister fanden damals noch ihre wohlverdiente Ruhe auf der Insel der Toten. Diese Insel ist jedoch verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Wie ist das möglich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich weiß, dass wir uns in Acht nehmen müssen. Irgendeine Macht im Schattenreich greift mit seiner Klaue nach der Welt der Lebenden. Und sie ist sicher kein Freund der Menschen. So viel steht fest. Okay, wir können mitnehmen. Ich würde nochmal nach Kalador. So. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Dämonenjäger haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen handeln. Doch ihre Kraft allein wird nicht reichen, den Tod aufzuhalten. Dann komm mal mit. Komm mit. Sicher. Okay, dann lass uns mit dem Ruderboot rüber. Ich würde gerne den Weg dahin ein bisschen bestreiten. Ich muss zugeben, ich finde die Dämonenjäger am coolsten. Einfach dieses... Ach, wisst ihr, dieses so... Wir sind die Dämonenjäger und wir handeln nach einem alten Kodex, whatever, und... Hey, lass mir auch noch was übrig! Alles gut, Mann. Danke. Ach, zu zweit ist das viel einfacher. Gerade mit Bones am Anfang. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Ja.
Aua. Okay. Haben wir auch hier was? Ich guck mich ab und zu mal ein bisschen um. Ah, hier ist ein Bett sogar. Wer hat denn hier gepennt? Hat es da jemanden auseinandergerissen vielleicht? Ach, guck mal. Los, schlitzen wir ein Paket auf. Danke. Ach, schon wieder nicht. Erledigt. Nein. Da. Will sein Hühnchen teilhaben. Das ist ein anderer Weg da rein. Aber es ist ein Weg da rein. Zu zweit traue ich mich viel mehr durch die Gegend. Oha. Da unten wird es auch nochmal lustig werden. Okay. Die Geisterblume haben wir bekommen. Dann gucken wir mal weiter. Also ich bin jetzt extra gelaufen wegen den Experience Points. Experience Points? Ihr wisst, was ich meine. Hey, Henrik. Mit dem legen wir uns noch nicht an. Irgendwie, ich weiß nicht, das tut mir so... Das ist so... Nause kommen. Nette Hütte. Dieser Bau ist ein bisschen mehr als das. Stimmt. Eine große, nette Hütte. Mhm. Okay, dann muss das erstmal reichen. Danke. Alles klar. Wenn mir bei meiner Wache an der Schlucht ein Schwein über den Weg läuft, sage ich dir Bescheid. Oder wir fressen einfach einen Schatten. Genau. Oh, diese harten Jungs hier, ey. Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Na, wir gucken mal. Stachelkeule. Minus 5 Schwerter, aber hat 20 bis 60 Schaden, ne? Also ein paar Kugeln. Ich überlege. Ich weiß nicht, was ich eher nehme. Ob ich vielleicht mal eine Hiebwaffe nehme. Man muss halt auch sagen, ne, die hat eine größere Range. Was ist das denn? Okay, krass. Also noch 10 auf Hiebwaffen, wenn du das machst. Stachelkeule, Golderz, Rubin und Horne. Okay, das ist ja krass. Ich gönne mir mal die Stachelkeule. Also ich meine, das ist halt schon ein übelstes Upgrade. Kriegst du meinen Krabbenschneider. Dann kriegst du die 3 Schädelblüten. Die hier. Das alte Wissen kriegst du natürlich nicht. Hier kriegst du noch ein Messer. Passt. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Aber ich hab da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so, weil ich sagte heißes Eisen. Pass auf, wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Wir sind zusammen. Wie cool. Verloben? Du... Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen, dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Wirst du Grace einen Besuch abstatten oder nicht? Ja klar. Wegen Grace. Wo genau auf Antigua kann ich Grace finden? Ich habe ihr die Leitung meiner alten Schmiede übertragen. Du solltest sie dort zusammen mit meinem Neffen Pansel antreffen. Werd's im Hinterkopf behalten. Es ist eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst. Da mir die Sache wirklich wichtig ist, würde ich auch dafür sorgen, dass du nicht leer ausgehst. Geht es etwas genauer? Ich rede von einem wirklich einzigartigen Schleifstein. Einem Diamantschleifer. Soll mir recht sein. Aber wehe, es lohnt sich nicht. Okay,
Ich bringe Grace deinen Verlobungsring. Mann, sprich doch leiser! Ich werde sonst zum Gespött der ganzen Bande. Bitte nicht. Komm schon. Bist du ein Mann oder eine Maus? Ja, ja, hier hast du den Ring. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Beeilen wir uns besser. Der alte Lustknabe hier wird sonst stinkig. Arbeitest du allein in der Schmiede? Nein, für gewöhnlich geht mir Alvito zur Hand. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, da schickt man ihn einmal los, Eisen zu beschaffen und weg ist er. Wehe, der treibt sich bei der Hure Yvette in Travis' Taverne rum. Für Weiberkram haben wir keine Zeit. Das sagt genau der Richtige. Mhm. Ja, ja, mach dich nur lustig. Du stehst ja nicht den ganzen Tag allein vor dem Amboss. Lass mich raten. Du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Und du siehst so aus, als würdest du mir diesen Gefallen tun, nicht wahr? Nein, aber deine Laune wird sicher noch mieser, wenn du weiterhin für zwei arbeiten musst. Ach was. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir? So langsam werde ich ungeduldig. Ich denke darüber nach. Vernünftige Einstellung. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Alles klar. Irgendeine Idee, wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Ich kümmere mich ausschließlich ums Schmieden. Woher ich das Eisen kriege, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege es. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwo eine stillgelegte Eisenmine gibt. Aber wie ich sagte, vielleicht ist er in der Taverne und macht die wettschöne Augen. Oh, das kann sein. Okay, ich werde Alvito für dich finden. Gut, aber Maulhelden können wir hier nicht gebrauchen. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du den Bengel findest, dann... Ach, egal, finde ihn einfach. Mach ich. Alles gut. Okay, dann einmal die Stachelkeule. Wow. Damit werden wir Leute wegknüppeln, das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay. Erstmal kümmern wir uns um seine Krieger. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Okay, gut. Ich habe ganz vergessen, wie schlecht seine Stimme ist. Was kannst du mir über Burke erzählen? Das ist doch... Warte mal. Einer unserer Neuzugänge, richtig? Ja. Also? Nun, egal mit welchen Problemen er sich gerade rumschlägt, wende dich an Drake. Meine Zeit ist begrenzt. Und ich kann mich um derlei Angelegenheiten nicht kümmern. Gut. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut. Aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. Ja, in unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Okay. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Tränke, Alchemie, Ritualmeister? Och, nö. Bist du böse, wenn ich hier reingehe? Nö. Was hast du denn so? Nö, das geht dann anders. 1, 2. Pass. Schnappst des Kämpfers. Den Bock zahlst du gar nicht, ne? Ein Fernrohr. Eine Büste. Eine Räucherschale. Meißel.
goldene Schale, ein Krug.